verarbeitet aber hier das Kupfer nicht so richtig schön, ne? Ja, weil die Maschine richtig lange dauert, hast du mal gesehen? Der ja, aber das lief vorhin besser. Nee, das hier lief, das lief auch ebenso. Okay. Also ich bin mit dem nicht sicher. So, dann guck ich mal, dass ich mal die Grundrohstoffe nochmal loswerde. Beton. Ich habe viel zu viel Kalk aufgesammelt. Hast du irgendwas dagegen, wenn wir gleich mal irgendwo einen Cut machen? Können wir gleich machen. Vielleicht so eine Viertelstunde Pause oder so. Ja. Lass mich eigentlich die Grundsachen wegpacken, ja? Ja, läuft aber doch schon mal ganz gut, oder? Ja, ich finde Anfang gar nicht mal so verkehrt. Ich baue mal die mobilen Miner erstmal ab. Brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Nein, das wollte ich nicht. So, so. Kann es allerdings sein, dass wir wieder auf Produktion gehen müssen für Biomasse und so weiter. Ja, das kriegen wir schnell geregelt. Ich würde sagen, diesen Meilenstein machen wir später noch zu Ende, ne? Ja. Und danach kümmern wir uns um Meilenstein, wo wir eine Kettensäge bauen können, okay? Ja, okay. Weil mit der Kettensäge haben wir erstmal. Also da geht einer von uns ein bisschen farmen mit der Kettensäge und dann war's das, ne? Ja. Das ist ruckzuck dann erledigt. Paleodictyopteryx berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. So, grüne Schnecke ist drin, allerdings fehlt uns noch der Alien-Panzer, der muss noch durchgescannt werden. Ja. Zur Erinnerung, den nehme ich mir noch mit raus. Achso, nee, so nicht. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. So, den einen nehmen wir mit. Meine hast du alle wieder abgebaut, ne? Ja. Gut. Also. Ich sag's mal so. Den haben wir schon mal voll. Was heißt, den haben wir schon mal voll? Was meinst du? Ja, guck doch mal in unser System hier. Ich verstehe, was du meinst. Was machst du gerade? Machst du die Platten oder die Stangen? Ich mach gerade die Platten. Dann mach ich die Stangen. Okay. Die kriegen wir auch fertig. Das geht easy noch dort. Ich würde sagen, danach machen wir einen Cut. Jo, nach dem Meilenstein. Genau. Dann können wir schon mal den neuen auswählen und dann. Ja. So. Perfekt. Dann ab geht's. Rakete los. Doch, persönlich auch Bewahrungsbox. Nur die haben wir neu. Achso, hier unsere Sachen, die wir hier schon haben, okay. Ja, und in unserem Inventar unter Tab haben wir jetzt 5 Slots mehr. Okay. Persönlich auch Bewahrung hast du schon drin, okay. Ja, das sind diese kleinen Boxen hier wie hier, ne? Warte mal, wo sind jetzt okay. Hier? Achso, das kommt ja nachher noch. Verlagerung, Organisation. So, gut. Guck mal gerade, was wir noch dann erforschen wollen, nämlich danach meinst du? Ja. Nach der persönlichen Aufbewahrungskiste? Übrigens, weil wir irgendwas eben freigeschaltet haben, Meilenstein, kam ein neuer Meilenstein hinzu, den wir jetzt freischalten müssen. Wir hatten insgesamt auf Stufe 1 die Farbpistole, ne? 8, ne? Weißt du das noch? Ja, die Farbpistole ist neu. Ja, genau, da haben wir nämlich auf einmal 6 Stück hier. Das heißt, so. Wir können schön unsere ganzen Dinge hier anmalen. Genau. Geil. Und für Objektscanner Nuss und Objektscanner Beere brauchen wir nur die Zutat. Ne? 5 Nüsse brauchen wir und 2 Beeren. Haben wir beides hier? Nicht jetzt, machen wir gleich. Ja, gut. Wo ist die Kettensäge? Ja, die machen wir als nächstes, ne? Welche ist das? Da kriegen wir nochmal 5 Inventarplätze und eine Kettensäge. Wo ist denn die Kettensäge? Stufe 2 Hindernisbeseitigung. Hindernisbeseitigung, okay. Mittlerweile, ganz ehrlich, die 250 Kupferdinger, ne? Das ist mittlerweile nichts mehr. Ich weiß, das. So. Ich meine ja, wenn wir alles automatisieren, geht das rasend. Dann ja. So, bevor du jetzt aber rausmachst, speichere ich. Ja, du speicherst und wenn du gespeichert hast, obwohl ich kann die Aufnahme ja schon mal beenden. Gut.
jetzt in der nächsten Aufnahmesession weiter. Endlich. Juhu. Das Spiel macht richtig Bock. Ja, das stimmt. Okay, bis zur nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise bis nach diesem Cut. Ciao. Jetzt habe ich hier einen stehen ohne Namen über dem Kopf. Okay. Sieht irgendwie komisch aus. Geister. Ja, ne. Ah, Luma 50. Ah, da ist er wieder. Hey. Oh, oh. So, den Draht habe ich schon fertig. Ich hoffe, das lädt bei mir alles noch, weil bis jetzt habe ich wieder so ein... Okay. Ja. Siehst du, was ich schon alles drin habe? Im Meilenstein. Ja. Gut. Wir müssen weitermachen. Genau, Thema weitermachen. Ich mach die Eisenstangen gerade. Thema weitermachen. Wir beginnen mit der nächsten Aufnahmesession. Yay. Dann wieder herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Juhu. Juhu. Nebenbei eine Pizza am Start. was machst du jetzt? Ich mach Eisenstangen. Kannst du Kabel machen? Ja, klar. Kabel. Ups. Kabel. The man has completed its analysis. Was? Achso, ja, gut. Dann schmeißen wir das Ding auch nochmal an. Alien-Panzer. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fixit technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Ich muss mal kurz auf Jagd gehen, ne? Mach du mal. Oh, noch Alien-Panzer. Ich schmeiß mal kurz die Kabel an und dann gehe ich mal Alien-Panzer jagen. Jo. Kabel, wie viele brauchen wir? Ja. 34. Weiß ich, 40, 76, wie lange ist. 40. Könnte reichen. Ich hab's nicht genau nachgezählt, aber na. Da rein. Hey, hat genau gepasst. Gut, dann gehe ich mal kurz jagen. Wo ist meine... Da ist die... Wieso liegt die in der öffentlichen Kiste? Was denn? Hier meine Ausrüstung, hier meine Zange. Hast du die rausgetan eben? Oder? Ja, anscheinend ja. Okay. Guck mal direkt, ob wir noch andere Quellen in der Nähe rumliegen haben, ne? Das wäre sehr gut. Später können wir auch erforschen, diese Signalisatoren, oder wie die heißen. Die kannst du dann in den Boden hämmern, angeblich auch mit der Farbe versehen. Das habe ich noch nicht herausgefunden, aber die kannst du benennen. Dann siehst du die oben. Wieder ein Haussymbol und mich als Mitspieler siehst du dann oben. Okay. Verstehst du? Ja. So, hier ist noch Rohquarz, das nehme ich auch noch mit. Wofür auch immer man das braucht. Wie viel ist da überhaupt drin? Ich kann starten, soll ich? Ja, kannst du machen. Okay, du bist doch. Milestone reached. Additional. Sie will von hier hinten wieder einfach abheben. Geil. You are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Ich sorge dann gleich für die Kettensäge, ne? Ja, also aus der Entfernung muss ich sagen, leckt das Ding. Na, das Spiel komm, leckt? Nee, nur der. Mich, ich bin tot. Warum bist du tot? Ich bin mega weit weggeflogen. Durch das Vieh. Durch was für ein Vieh? Ich bin... Dieses scheiß Drecksvieh hat mich weggekickt. Kommst du wiederbeleben, oder? Ja. Wie weit bist du denn weg? Ein bisschen. Was war denn das für ein Vieh und lebt? Ja, so ein Alien-Panzer-Ding, aber es lebt noch, aber naja. Na gut, ich habe nur drei Leben. Siehst du das riesige Tier? Diesen Riesen? Aktuell nicht. Müsste rechts von dir zwischen den Bäumen sein. Bist du oben gestorben? Ja. Das müsste hinter dir sein, zwischen den Bäumen, das Riesenvieh. Ja. Von dort aus wurde ich weggekickt. Und dann bist du da weit oben gestorben? Ja. Ja, bravo, ne? Gut gemacht, Mario. Ach, falsch. Ah, hier ist so ein Vieh. Ach, da oben bist du. Du.
Packt sie es nicht fest, oder? Michi? Ja. Packst du gerade fest? Muss ich die Frage beantworten? Ach nö. Wir haben gerade ein Problem. Was denn? Mein Spiel ist abgestürzt. Und ich bin festgepackt. Ja gut, bleiben wir auf jeden Fall dran. Was machen wir jetzt? Wäre gut, wenn du zu mir kommst und mich wiederbeleben kannst. Also ja. Nicht wieder, aber töten und dann ich wiederbeleben. Das Spiel ist mal stark. Ja, ich warte hier, ne? Ich kann ja eh nur warten, ne? Ja, ich bin unterwegs. Geil. Ist ja Early Access, ne? Ja. Ich hoffe, ich kriege dich da jetzt noch befreit, ansonsten wäre das jetzt richtig. Ja, du musst mich da töten ein bisschen. Ja, mal gucken, wo ich jetzt ohne Probleme da hochkomme, weil so ein Vieh verfolgt mich. Au. Ich kann erstmal dir vorbei, ne? So. Das Ding ist da. Wo ist mein Waffenteil? Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. Jo, wie? Was geht? Ja, töte mich bitte mal. Ja. Boah. Au! Hast du mich jetzt gerade erst mal geschlagen, Michi? Ich hab nur noch zwei Teile, ne? Wieder benehmen. Hast du da auch mal was? Ja, das dauert einen Moment. Gedrückt halten. Bei mir ist der graue Balken, der. Ja, das ist bei mir auch. Oh, danke. Okay. Heiß, okay. Danke. Vielen Dank. Jo. Immer wieder gerne. So, Können die Dinger essen? Blätter immer mit, ne? Essen? Ja, klar. Ich will aber erstmal die Dinger da unten noch erledigen. Ja, ich gehe gerade zurück zu unserer Base und stelle mich da gerade mal ein paar Minuten auf Karin, ja? Jo. In der Zwischenzeit, wo ist das andere Vieh gewesen? Geh du doch mal auf Erkundungstour, gerade wegen anderen Ressourcenquellen, ne? Ja. Danach kümmere ich mich um die Kettensäge. Ah, das ist viel. Übrigens Ressourcenquellen, ne? Die Schlucht doch gar nicht zu Ende gebaut. Was? Du hast die Schlucht doch gar nicht zu Ende gebaut. Nee. Ja, was mit Ressourcenquellen? Ich habe noch eine Kupferquelle gefunden. Kannst du dir die merken irgendwie? Ja, klar. So. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. So, wo haben wir jetzt noch mehr von diesen Alien-Viechern? Okay. Nein, da war noch eins. Das ist oben nochmal. Sieht interessant aus. Au. Au. Aber hier auch noch. Nein! Oh fuck. Dich mache ich noch kalt. Dich mache ich kalt. Komm her. Au. Oder du machst mich kalt. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich hoffe mal eher auf Letzteres. Auf Ersteres, dass ich dich kalt mache. Das andere Vieh hole ich mir jetzt nicht. Ich muss erstmal mein Leben wieder auftanken. Okay. Aber Giftbiome, da sollte ich nicht unbedingt reinrennen. Blätter. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch zu essen haben.
Essen. So. Entweder zu Hause. Essen, das hatten wir doch hier. Ein paar von den Bären habe ich noch. Mit dem Ausrüsten habe ich doch immer meine Schwierigkeiten. So, die habe ich. Dann die noch. Das kann weg. Und die behalte ich noch, weil die müssen hier rein. Mir fehlt genau noch eins. Mist. Gut, Kollege. Komm mal her. Du warst da hinten noch. Meine Pizza wird gerade nebenbei kalt, die muss ich auch noch essen. Ah. Allein unterhalten plus Pizza essen, das ist scheiße. Wo war der Typ? Hängt da noch irgendwo einer fest? Okay. Ah, das ging schnell. Das ist das Riesenvieh, kann auch sein, dass er festbackt und dass der Probleme macht. Ja, der bewegt sich. Ist da vorne noch irgendwo, aber hä? Da oben. Nein, Mist, schon wieder zu spät. Haben wir den endlich. So, da muss ich mir die Schnecke da hinten noch. Schneckchen. Komm her, Schneckchen. Wenn hier nicht noch einer von den anderen Vieh rumlief. Schneckchen! Komm, ich muss da irgendwie ankommen, oder? Ah, hier ist noch eine andere Quelle, auch gut. Hey, Mist. Vielleicht über den hier? Und hopp! Hopp! Funktioniert doch! Easy! Nehme ich mir noch mal ein Stück Pizza. Es wird die nämlich sehr kalt. Und darauf habe ich keine Lust. So. Ja, lecker. So viel also zu 2 Minuten. Das sind sehr, sehr lange 2 Minuten, Michi. Oh, was ist das denn? Hi. Hä? Drücke E um X. Vielleicht so? Hä? Ich drücke E, jetzt passiert nichts. Ah, lass dich streicheln. Wieso kann ich nicht streicheln? Toll. Ernsthaft, dass das Gruppenhaus da am Leuchten war? Naja. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier. Was wollte ich eigentlich nochmal machen? Ach ja. Die Echsenhaut. Nee, nicht so, so. Echsenhaut, sag ich schon, Alienpanzer. So, nochmal raus, weil es immer noch verbuggt ist und analysieren. Wie lange dauert das? 11 Minuten? Okay. Ja gut, dann analysieren wir mal. Beton brauche ich ja noch, weil ich muss hier hinten noch zubauen. Kleine Schlucht. Kuba das, ne? Ja. Ach Mist.
Hat er das jetzt da akzeptiert oder nicht? Ah, zum Glück nicht. Gut, dann haben wir das auf der Seite schon mal zu. Nein! Fick der Scheiße. Hopp. Nee, ich komme mit den Tasten echt nicht klar. So. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht's am Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!